Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir einen kleinen, etwas außergewöhnlich romantischen Look schminken. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also Herzstück des Ganzen ist natürlich die Lidschattenpalette. Das ist die neue von Beauty Bay, die New Romantic Lidschattenpalette. Das ist diese hier, die wurde mir jetzt in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit ich hier auch sie vorstellen kann, einen Look damit schminken kann. Ist meine erste Beauty Bay Palette, um ehrlich zu sein. Kostet normalerweise, glaube ich, 18 Euro und die schaut so aus. Richtig, richtig challenging für mich, denn rote Töne und ich, das ist in den letzten Malen immer etwas interessanter geworden und ich plane auch wirklich einen sehr interessanten Look. Alle Produkte, die ich hier verwende, kann man auch bei Beauty Bay kaufen und die habe ich auch selber gekauft, bis auf die Lippenprodukte. Die habe ich euch ja auch schon mal in diesem Video hier oben vorgestellt. Alles andere habe ich mir selber bestellt und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Beauty Bay ist ja ein Online-Shop, der sitzt in England, genau. Aber bei mir hat das bislang auch sehr gut funktioniert, auch mit dem Brexit, ne, dass die ganzen Produkte hier angekommen sind, ohne dass die irgendwie durch den Zoll oder sonst irgendwo gehen mussten. Genau. Und die haben aber auch verschiedene Marken, wie zum Beispiel NYX. Da habe ich hier den Hydra Touch Primer und ich glaube, der ist relativ neu. Den habe ich mir jetzt just mal gerade erst bestellt. Und ja, ist halt noch zu, klar. Der kommt hier so in der Tube und die Textur ist sehr, sehr gelig. Der riecht extrem frisch. Ich kann gerade nicht an irgendwas, an irgendwas Geliges erinnert er mich auch an Voltaren-Creme. Ja, so ein Hauch von Voltaren-Creme hat er mit dabei. Und der fühlt sich wirklich so an, als würde er mein Gesicht hydratisieren, weil der nicht so klebrig wird. Der ist halt richtig feucht auf meinem Gesicht. Meine Haut saugt das auf. Natürlich habe ich auch eine Hautpflege drunter. Ne? Ich prime jetzt auch noch ein bisschen meinen Hals mit. Aber der fühlt sich extrem angenehm an. In diesem Video wird es übrigens auch eine Verlosung geben. Da verlose ich ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Doch den mag ich auf jeden Fall. Kann ich empfehlen für Leute mit trockener Haut. Ich habe trockene Haut und das hat echt sich sehr, sehr angenehm angefühlt. Ich muss jetzt natürlich noch ein paar Mal mehr testen, ne, bevor man sagen kann, das ist ein Favorit oder sowas. Aber er fühlt sich toll an. Die Haut fühlt sich gepflegt an und mit Feuchtigkeit versorgt. Ich habe mir auch von Beauty Bay alle Produkte bestellt, die so aktuell überhaupt im Sortiment haben. Also nicht alles, sondern ne, nicht jedes Pinselset, aber zum Beispiel ein Pinselset, Blush, Bronzer, Highlighter, sowas. Einfach damit man sich hier so ein bisschen testen kann. Und Mann, ich. Und das hier ist dieses Brush and Face Set, bestehend aus 10 verschiedenen Pinseln. Und da habe ich mir halt gedacht, wenn ich schon Beauty Bay Produkte verwende, dann auf jeden Fall mit diesem Pinselset. Diese Pinseltasche ist nice to have, aber jetzt kein unbedingtes Must-have, ne? Ich habe meine Pinsel ja normalerweise neben mir in so einer Aufbewahrung. Die sind halt in so Dosen drin. Finde ich einfach einfacher, die so zu nehmen und zu verwenden. Aber gut, jetzt mache ich das hier mal mit der Pinseltasche. Und da ich jetzt eine Foundation auftragen werde, nehme ich mir selbstverständlich diesen Foundation-Pinsel hier raus, der echt schön aussieht. BB03 ist die Pinselbezeichnung. Und die Pinsel fühlen sich sehr, sehr angenehm an. Also ist schon vergleichbar mit BH Cosmetics, würde ich sagen. Als Foundation verwende ich The Ordinary, die Serum Foundation Lightweight Formula und ich habe die Farbe 1.1N. Die habe ich, ich glaube, einmal verwendet off-camera. Aber noch nie in einem Video. Und jetzt wird es mal Zeit. Sehr flüssig, wie man hört. Oh ja, die ist extrem flüssig auf meinem Handrücken. Und die Farbe sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Dann nehme ich mir den Foundation Buffer und gebe mir die Foundation auf mein Gesicht. Die gleicht schon so ein bisschen die Rötung aus. Legt sich extrem leicht aufs Gesicht und gefällt mir so auf den ersten Roller sehr gut. Und die passt auch zu meinem Ton. Da haben wir jetzt hier mit Foundation, da ohne Foundation. Das gefällt mir auf jeden Fall gut. Auch wenn es sehr hell jetzt aussieht. Ne? Kein No Panic. Wir kriegen das schon wieder. Ich habe schon wieder meinen Haarreifen vergessen. Welch Frevel. Oder Frevel? V oder W? Weiß ich nicht. Ich bringe sowas ja immer wieder gerne durcheinander. Das war jetzt ein Pumper. Und ich mache jetzt noch einen zweiten auf meinen Handrücken. Und auf mein Gesicht.
Also der Pinsel macht das ganz gut, ne? Das gefällt mir wirklich. Der frisst nicht so viel Produkt. Also nicht wirklich. Das geht tatsächlich klar. Und ich kann damit das Produkt auch echt schön auf dem Gesicht verteilen. Was natürlich auch daran liegt, dass es eine sehr flüssige Textur ist und dann lässt sich das meistens sehr gut verteilen. Ich nehme trotzdem noch ein angefeuchtetes Beauty-Schwämmchen, um das Produkt noch ein ganz kleines bisschen besser in die Haut einzuarbeiten. Der Kraft der Foundation ist schon ordentlich, ne? Also es ist eine Medium-Deckkraft, würde ich sagen. Es macht ein schönes Hautbild, es gefällt mir. Es sieht sehr, sehr ebenmäßig aus und kriegt jetzt auf den ersten Einblender nicht irgendwo in die Fältchen blöd rein. Gefällt mir, doch. Sie verleiht jetzt nicht irgendwie Glow oder sowas. Sie macht halt einfach nur, dass sie abdeckt, ne? Also das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie das versprochen hat. Ich glaube eher weniger. Und ja, doch, gefällt mir, ne? Auch von The Ordinary habe ich hier den Concealer, den habe ich aber auch schon mal mit euch verwendet. High Coverage Formula, das muss ich wirklich unterschreiben. Und das ist so ein kleines Tübchen, der ist ja relativ neu jetzt rausgekommen. Ich habe die Farbe 1.0N, Very Fair. Und da braucht man so wenig von. So ein ganz kleines Mini-Ding, wirklich, das reicht. Den verteile ich mir jetzt erstmal grob mit dem Pinsel. Und blende ihn dann mit meinem Schwämmchen nochmal etwas präziser ein. Den Unterschied finde ich übrigens gewaltig. Der Concealer ist extrem toll. Ich mag den richtig gerne. Also der hält auf, der deckt ab, der ist wirklich zuverlässig, angenehm und weiß ich nicht, sehr ergiebig, ne? Kann ich wirklich empfehlen. Günstig ist halt auch nochmal so ein Aspekt, ne? Ich glaube 5,50 € oder so kostet der bei Beauty Bay. Das ist der Wahnsinn. Günstiger als manch ein Drogerie-Concealer. Krass. Wo wir schon mal bei den flüssigen Texturen sind, machen wir jetzt auch die Lidschattenbase drauf. Und da habe ich hier von MUA Makeup Academy den Eyeshadow Primer. Das ist dieser hier. Da müsste ich tatsächlich auch sogar schon ein ganzes Fullface mit geschminkt haben mit den Produkten von MUA. Das ist einfach ein leicht eingefärbter Schwämmchenapplikator. Und den blende ich mir direkt mit dem Schwämmchen auf dem Auge ein. Sowas verhindert halt, dass der Lidschatten bei meinen Schlupflidern in meine in meine Lidfalte reinhüpft und nicht mehr rauskommen möchte. Gleichzeitig deckt er noch so ein bisschen Rötungen und Äderchen ab und ja, macht alles irgendwie so ein bisschen vorbereitet, ne? Wo wir jetzt die ganzen cremigen Texturen aufgetragen haben, verwende ich gerne immer so ein Setting Spray. Einfach damit alles so ein bisschen besser miteinander vermischt wird. Da habe ich hier von Glam Glow den Glow Setter Make-up Setting Spray. Auch das bekommt man bei Beauty Bay natürlich. Das hat so einen feinen Sprühnebel. Habe ich mal irgendwann bei Moldavid gesehen und es direkt nachgekauft, auch wenn es sackenteuer war. Aber das ist toll. Also wenn das mal irgendwann, ich hoffe, es ist nie leer, aber wenn es irgendwann leer sein sollte, werde ich hier was anderes reinfüllen, weil dieser Sprühkopf so toll ist. Und das riecht echt angenehm. Oh. Man muss einen süßen Duft mögen, weil das riecht sehr süß und das, wenn man einatmet, schmeckt es natürlich auch sehr süß. Aber ich mag das. Hier habe ich aus dem NYX Adventskalender ein Produkt und zwar das HD Finishing Powder Poudre Definition und das ist dieses kleine Ding und damit werde ich jetzt mein Gesicht einfach mal setten. Mit dem Schwämmchen gehe ich rein, um meinen Concealer unter den Augen zu setten. Dann nehme ich mir einen großen Fluffel aus dem Pinselset. Das ist die BB101. Und dann gehe ich mit dem großen Fluffel hier durch das Puder durch und sette mein ganzes Gesicht. Ich habe euch natürlich alle Produkte unten in der Infobox verlinkt und die Links, die ihr dort findet, das sind alles Affiliate-Links, weil ich habe ein eine Affiliate-Möglichkeit mit den Produkten von Beauty Bay. Das heißt, ich verdiene daran eine kleine Provision, solltet ihr Lust haben, euch die Produkte über den Link zu kaufen. Man kann diesen Look aber natürlich auch mit den Produkten nachschminken, wenn du so ähnliche Produkte zu Hause hast, ne? Also ich bin jetzt todesmatt mattiert und es sieht aber auch so ein bisschen aus, als hätte ich einen kleinen Weichzeichner über meinem Gesicht und das finde ich irgendwie ganz witzig. Jetzt kommen wir zu den Beauty Bay Puder Face Produkten. Blush, Bronzer und Highlighter habe ich mir bestellt. Auch super günstig tatsächlich. Dann habe ich hier, also dann, ich habe hier einmal den Bronzer in der Farbe Fawn. Genau,
So schaut der aus. Die Verpackung ist Plastik, ne? Ist relativ günstig, kein Spiegel drin und so weiter. Aber ich glaube, der kostet 7, 8 Euro oder so den Dreh. Von daher, ne, muss man da auch jetzt nicht irgendwie päpstlicher sein als der Papst. Und der ist relativ ocker, relativ warm. Hätte ich jetzt so aus dem, was ich im Internet gesehen habe, nicht unbedingt erwartet. Aber gut, ja, muss ich auf jeden Fall vorsichtiger mitarbeiten, weil der recht stark pigmentiert scheint. Ich gehe jetzt hier auch wieder mit dem gleichen Pinsel kurz einmal rein. Ich habe jetzt einmal reingedippt, klopfe ein wenig ab und gebe mir das auf mein Gesicht. Ja, der ist relativ warm. Ist nicht schlimm, der Augenlook wird auch sehr, sehr warm. Dementsprechend wird sich das alles relativieren auf meinem Gesicht. Ansonsten bin ich eigentlich eher so ein Fan davon, wenn ich einen Bronzer habe, der vielleicht ein bisschen kühler ist, weil ich einfach auch von meinem Hautton her neutral bis kühl bin und das einfach besser harmoniert bei mir. In der Stirn bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber trotzdem möchte ich da ja auch ein bisschen Produkt haben. Deswegen tapere ich das eigentlich nur so vorsichtig dahin aus, aber trage das nicht direkt dort auf. Und hier an dieser Kante darf es gerne ein bisschen intensiver sein, weil ich mir da auch so eine Art Kontur schaffen möchte immer und so einen ganz dezenten Schatten bastel. Also er macht schon einen Effekt, definitiv. Und ich finde ihn auch nicht zu intensiv, da habe ich jetzt auch so ein bisschen vorsichtiger gearbeitet. Dann geht das vollkommen klar. Aber der ist sehr stark pigmentiert, also da muss man schon aufpassen und sollte sich nicht zu viel Produkt auf den Pinsel laden. Bei solchen Sachen sage ich eh lieber erst ein bisschen aufbauen, ne? Erstmal rantasten und dann nach und nach Farbe, Pigment, wie auch immer hinzufügen, bis man halt das Ergebnis erreicht hat, was man gerne haben möchte. Aber mein Gesicht hat auf jeden Fall jetzt wieder eine Definition und Kontur so ein bisschen, ne? Also Farbe halt auch. Ich mag den, doch, den finde ich ganz nice. Ich denke, dass er im Sommer noch ein bisschen besser passt. Weil ich dann halt auch vom Hautunterton nicht mehr ganz so kühl unterwegs bin. Jetzt versuchen wir uns mal an dem Blush. Das müsste die Farbe Peachy sein. Ja, genau. Auch hier sehen wir durch das B durch. Die Farbe finde ich ganz hübsch. Und der sieht auch extrem schön, sehr frisch und ansprechend aus. Aber von der Farbe her sehr zurückhaltend. Das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn ich ehrlich sein darf. Passt jetzt auch, glaube ich, ganz gut zu meinem Oberteil. Dafür nehme ich mir hier den Blushpinsel, das ist die BB104. Der ist so abgeschrägt und sehr fluffig. Dippe zweimal rein, klopfe ein bisschen ab und gebe mir den dann hier so ein bisschen hin. Also der ist wirklich sehr zurückhaltend, lässt sich aber definitiv aufbauen. Definitiv eine schöne Geschichte. Also wenn man mal einfach Bock auf einen Peachy Blush hat, dann ist der auch eine gute Wahl, weil der sich halt so schön zart auftragen lässt, aber dann halt auch schon wieder schön aufbauen lässt, sodass du halt genau die Intensität bekommst, die du gerne hättest. Und auch der Pinsel macht das echt gut in Kombi, weil der genau richtig Produkt aufnimmt und auch wieder abgibt. Das gefällt mir. Mag ich. Doch, definitiv. Also ich, ne, jetzt hätte gerade noch mal ein bisschen den Concealer unter den Augen, der übrigens gerade super hell aussieht, ne, also meine Augen, untere Augenpartie, die strahlt gerade extrem, weil der Concealer so deckend ist. Das sieht schon schön aus. Das sind beides matte Produkte, die haben sich schön mit der Haut verbunden, haben sich schön ausblenden lassen, gegebenenfalls auch aufbauen lassen. Die mag ich leiden. Und jetzt gucken wir uns mal den Highlighter an, der ist ja ein bisschen, ja, der heißt Flash, ne, und ich denke, dass er seinem Namen alle Ehre machen wird. Der sieht sehr, sehr kühl aus und ich habe ein bisschen Angst davor, dass der auch sehr glitzerig sein wird. Aber das müssen wir uns mal angucken. Sehr kühl. Passt jetzt gerade zu unserem Wetter, denn hinter euch quasi türmt sich der Schnee gerade. Das ist echt krass. Und den swatchen wir mal. Oh mein Gott, ist der schön. Der ist fast schon weiß oder perlmutt. Krass. Also da hast du nichts irgendwie mit rosa Einstich oder mit beige Einstich oder sonst irgendwas. Das ist einfach hell. Wow. Mit dem Glitzerkram müssen wir mal gucken, aber da habe ich jetzt so nichts auf meiner Hand. Also nichts viel grob Glitzeriges. Ne? Und jetzt trage ich mir den mal auf. Nehme ich natürlich hier den Highlighter-Pinsel. Boah, der ist butterweich. Da habe ich jetzt ein bisschen viel auf dem Pinsel. Krass. Oh, wow. Guten Tag, Herr Highlighter. Guten Tag. Der sieht aber krass aus. Huhuhuhuhuhu. Ja, und auf der Haut
glitzert der auch, ne? Das ist schade. Also dieses, was du halt als Untergedönsen hast, dieses sehr weiße, das sieht man nicht so richtig, ne? Das ist halt sehr, sehr extrem. Boah! Boom! Weggebeamt hier. Wobei, wenn ich den jetzt auch so verblende, also wenn ich den halt, ne, wirklich in die Haut einarbeite, dann nimmt man den groben Glitzer weg und hat es hier sehr, sehr nass auf der Haut. Krass. Ja, okay. Vorsichtig aufgetragen geht es wirklich besser, ne? Aber wenn ich halt so gucke, muss ich aufpassen, dass mir das nicht zu glitzerig wird. Das heißt, ich gehe jetzt hier wirklich nochmal mit dem Puderpinsel einmal kurz drüber. Das ist auf jeden Fall dann ein bisschen harmonischer. Aber meine Base gefällt mir irre gut. Also auch der Highlighter jetzt so, ne? Der ist schon krass. Da kann man schon viel verrückte Dinge mitmachen. Hast viel Kickback drin, weil der halt sehr soft gepresst ist. Ich sehe auch gerade, wie der Highlighter hier so vor mir her schwirrt. Krass. Krass. Einfach krass. Okay, so, dann gehen wir zu den Augenbrauen, denn das Gesicht braucht wieder einen Rahmen. Und da habe ich auch von der Marke MUA das Brow Define Produkt Eyebrow Pencil. Das ist dieser hier. Genau, der hat hier oben im Deckel einen Anspitzer mit drin. Ich glaube, der kostet nur 2,95, wenn ich das eben noch richtig im Kopf gehabt habe. Ist die Farbe mit Brown, mittleres Braun. Und hier hat man noch einen Spoolie. Also man hat hier wirklich alles mit dabei, ne? Ein Anspitzer, ein Spoolie, die Farbe, klar. Und jetzt, ja, mache ich mir das auf die Augenbrauen. Ja, doch, ich sehe den groben Glitzer. Definitiv. Aber es ist schön. Also das ist nicht jetzt irgendwie glitterbombmäßig, sondern Glitter ist da. Okay, geht klar. Weil Blush und Bronzer halt so matt sind und die Base an sich auch so matt ist, geht das klar. Ich glitzer nicht im ganzen Gesicht, ne? Oh ja, stimmt. Der war sehr weich und sehr farbintensiv. Oha. Gut, aber wenn man halt nicht so mega doll drückt, dann bekommt man halt auch eine schöne Farbabgabe. Und wenn ich das dann ausbürste, dann geht es auch klar. Es ist schon ein bisschen dunkler, aber ich finde es in Ordnung. Und so hat es sich jetzt eigentlich ganz gut bei meiner Augenbrauenfarbe angepasst. Ich mag den tatsächlich nicht, deswegen darf der auch bleiben. Genau, so. Müssen wieder zusammenbasteln hier. Und jetzt werden die Augenbrauen fixiert. Und dafür habe ich von NYX den Bare With Me Hemp Canver Brow Setter, der ein extrem krasses Dupe zu dem Benefit 24 Hours Brow Setter ist, weil auch der die Augenbrauen echt krass festtackert. Der hat so ein kleines Mini-Bürstchen, da muss man ein bisschen aufpassen, weil das Produkt, was da rauskommt, ist doch eher cremiger, also nicht so durchsichtig, ne? Muss man halt gut verteilen, aber der hält echt krass gut. Jo, die Augenbrauen sind am Start und ich finde, dass die tatsächlich heute auch echt gut aussehen, ne? Also irgendwie lassen die sich heute schön in Form bringen und weiß ich nicht, die sehen relativ, aber auch nur relativ natürlich aus. Mag ich. Und da wären wir jetzt auch schon beim Herzstück des Ganzen. Ich halte die Palette ja schon die ganze Zeit in meinen Händen. Wir haben hier die Lidschattenpalette und ja, 20 wunderschöne Farben, die halt mehr so in das Rötliche gehen. Einen schönen Spiegel mit dabei. Und ja, ich würde sagen, zuallererst swatchen wir mal die Farben und dann bringen wir die auf die Augen. Aus der ersten Reihe gefällt mir tatsächlich am allerbesten dieser Champagner-Schimmerton Oyster, weil er sich so super cremig angefühlt hat. Das ist dieser Ton hier. Extrem schön. Hier hat sich jetzt die zweite Reihe dazu gesellt, sage ich jetzt mal. Den Ton Milkshake finde ich sehr, sehr spannend. Da bin ich auch gespannt, wie der sich auf dem Auge macht. Das ist die Farbe Chins und die würde ich tatsächlich eher so als Topperfarbe verwenden. Auch dieser rot schimmernde Ton, dessen Name Queen ist, finde ich sehr, sehr schön. Den kann man bestimmt auch solo extrem toll auf dem Lid tragen. Bei der dritten Reihe bin ich hin und weg von diesen Schimmertönen. Also gerade dieser lila Schimmerton Royal ist der Hammer. Sowas habe ich, glaube ich, in keiner anderen Palette. Der ist echt schön. Und das hier ist ein Ton. Das ist der Wahnsinn. Raspberry, ne? Also Himbeere quasi. Der ist so schön. Der sieht auch echt klasse aus. Und man sieht an der Länge des Swatches, wie viel Creme da wohl drin sein muss, ne? Genau, also das sind krasse Töne. Gefällt mir unheimlich gut und finde ich echt spannend.
ich komme immer weniger damit klar, wie heftig farbintensiv diese Töne sind. Ne? Also ich mache meine Finger die ganze Zeit auch nur sauber an dem Handtuch, was vor mir liegt. Das heißt, da kommt jetzt nicht irgendwie Feuchtigkeit oder sonst irgendwas mit bei. Aber mit jeder Reihe, die Swatches sind echt gerade ein bisschen schräg geworden, ne? Mit jeder Reihe hat die Intensität der Farben nochmal ordentlich zugelegt. Die Schimmertöne hauen mich um. Also die finde ich total spannend. Also kriegt man unheimlich Bock, einen Look zu schminken. Alles klar, lasst uns ein bisschen verrückt werden. Mit dem fluffigsten Pinsel aus dem Pinselset gehe ich in die Farbe Flamingo rein. Das ist dieser Ton hier. Den klopfe ich ein bisschen ab und den setze ich mir so hoch, wie ich ihn setzen möchte. Also relativ hoch. Ich lasse natürlich noch ein bisschen Platz zur Augenbraue. Aber doch relativ hoch. Ich blende den auch ein ganz kleines bisschen weiter, weil ich nachher, ihr habt es auf dem Bild wahrscheinlich gesehen, etwas Verrücktes damit vorhabe und meinen Augenlook so ein bisschen auch hochziehen möchte. Als nächstes nehme ich den zweitfluffigsten Pinsel, das ist die BB204 aus dem Pinselset, und gehe in die Farbe Smoothie rein. Das ist dieser hier. Auch den klopfe ich mir dann so ein bisschen ab. Und den setze ich mir quasi darunter. Da ist nur eine minimale Farbabstufung zwischen den beiden Farben, aber das finde ich gut, damit wir halt auch so einen ganz soften Übergang haben. Da ich in dem Pinselset jetzt nicht so einen ganz, ganz festgebundenen Blendepinsel habe, nehme ich einen aus dem BH Cosmetics mit Alicia Marie Pinselset, das ist die Nummer 5. Und da gehe ich in die Farbe Claret. Das ist diese hier. Und den setze ich mir auch nochmal da drunter, aber halt trotzdem so, dass wenn ich mir nachher eine Cut Crease ziehe, man den Ton sehen kann. Also doch relativ hoch, aber doch nicht zu hoch. Das ist echt hart pigmentiert, ey. Wahnsinn. Da muss ich immer wieder aufpassen, dass es nicht zu heftig wird und blende hier dann immer noch so ein bisschen bei meinem Wing-Gedönsen. Hammer, weil das Pigment, das rastet einfach gerade so aus, ne? Huch. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich doch noch einen Ton ein bisschen was Dunkleres drüber geben möchte. Und da nehme ich jetzt einfach mal, spring krass drauf, die Farbe Saddle. Das ist hier dieses dunkle Braun. Ja, ich glaube, das wird cooler. Ja, 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 ja. Das gebe ich mir auch wirklich nur super, super, super vorsichtig auf. So hart pigmentiert ist, Leute. Mit Smoothie blende ich mir hier die Kanten noch ein bisschen aus. Und jetzt kommt die Cut Crease. Ich habe ein bisschen Angst, aber wir schaffen das schon. The Ordinary Concealer, sehr, sehr schön deckend. Und das mache ich hier mit dem Pinsel BB209. Das ist so ein sehr, sehr feiner, präziser Pinsel. Und diese Cut Crease darf heftig werden. So der Plan. Ich kann mit meinem Schwämmchen hier die Kanten etwas verblenden. Sonst sieht das wirklich zu verrückt aus. Und das ist die Cut Crease, die ich gerne hätte. Das sieht krass aus, ne? Ich finde es auch gerade voll heftig. Das ist, ich weiß nicht, ich glaube das erste Mal, dass ich mir so eine Cut Crease gezogen habe. Ja, und jetzt auf dem Auge auch nochmal. Wow, das ist so spektakulär hier. Da ich doch etwas viel Concealer verwendet habe, nehme ich mir aus einem BH-Pinselset jetzt mal so einen Concealer-Buffer, um den so ein bisschen zu verteilen und auch um ein bisschen Produkt runterzunehmen. Wir sehen, dass ich hier meinen Wing auch tatsächlich hinbekommen habe und behalten habe, während ich den hier so ein bisschen abgeschnitten habe. Das ist ein bisschen blöd, aber das kriegen wir schon wieder hin, hoffe ich. Hoffe ich wirklich. Okay, das sieht sehr, sehr merkwürdig aus, ne? Mhm. Als nächstes nehme ich wieder meinen Pinsel, mit dem ich ja meine Cut Crease anfänglich gemacht habe, um hier wieder dieses Braun quasi zu intensivieren. Das heißt, da gehe ich jetzt auch nochmal ganz vorsichtig rein und da der ja auch noch ein bisschen feucht ist, nimmt er gut Produkt auf. Das setze ich mir jetzt wirklich genau an die Kante nochmal ran.
Das intensiviert das Ganze nochmal und macht das so richtig abgegrenzt. Ja, und hier versuche ich hier auch wieder mir was hinzubasteln, was ich eben weggemacht habe. Dass ich dabei die Luft anhalte die ganze Zeit, muss ich glaube ich nicht dazu sagen, ne? Das ist klar. Ich bin so nervös. Jetzt kommt was ganz Spektakuläres. Und zwar möchte ich diesen Winged Look weiterführen. Da nehme ich jetzt hier die BB212. Das ist dieser Pinsel. Und der ist auch wirklich super, super fein. Und jetzt möchte ich in eine Farbe reingehen damit, die ich sehr, sehr ansprechend finde. Und das ist hier die Farbe Milkshake. Boah, der Pinsel nimmt gut Produkt natürlich auf. Und jetzt möchte ich mir hier damit so einen Eyeliner ziehen und das dann auch so auf die Hälfte meines Lides drauf verblenden. Ich habe heute was vor. Erstmal muss ich hier den Concealer wieder aus der Crease raus befördern. Ist aber noch schön feucht. Los geht's. Musste ich auch noch meinen Akku wechseln. Das ist alles so aufregend heute. Okay, weiter. Ich habe hier noch so einen feineren Pinsel. Den nehme ich jetzt hier hinten. Das ist dieser BB211. Der ist ganz, ganz fein. Also so ein Look, ne? Der ist nicht mal eben schnell gemacht. Der braucht Zeit und Übung und Langatmigkeit. So, jetzt bin ich ja auf dem Lid, das heißt, da kann ich jetzt mit etwas größeren Pinseln arbeiten. Das heißt, hier habe ich auch einen BB205 aus dem Pinselset. Das ist der letzte, den ich noch nicht verwendet habe. Da kann ich jetzt mitarbeiten. Ich gehe jetzt gerade nochmal über die Crease drüber, ne? Damit das nicht alles zu sehr creased, gehe jetzt auch nochmal in den Ton Milkshake rein. Um das vorsichtig hier drauf zu blenden, aber auch nicht allzu viel. Nur so im äußeren Drittel tatsächlich. Jetzt kommen wir aber zu den Schimmertönen, denn da habe ich Bock drauf. Ja, als allererstes gehen wir in den Ton Raspberry, in die schöne Himbeere. Die versuche ich jetzt mal aufzunehmen mit dem Pinsel von gerade eben. Den setze ich mir quasi ins äußere Drittel. Da nehme ich mir aber lieber so einen Lidschatten-Pigment-Auftragepinsel. Das ist jetzt auch einer von BH Cosmetics, weil der halt wirklich flach ist, abgerundet und der ist einfach präziser. Kann ich sauberer mitarbeiten. Dann gehe ich in den Ton Chintz. Das ist so ein lila irgendwas. Den setze ich mir hier hin. Krass, da kommt überhaupt nichts auf den Pinsel. Ne, versuche ich mal mit dem Finger. Das geht. Das ist halt richtig krass foliert, ne? Deswegen wollte der Pinsel das gerade wahrscheinlich nicht greifen. Ich lasse die auch so ein ganz kleines bisschen ineinander verlaufen, damit das auch irgendwie einen Übergang gibt. Ja. Dann nehme ich mir hier mal den Farbton Vanille auf, weil ich hier natürlich diese Kante nach wie vor beibehalten möchte. Und die setze ich mir da einfach mal rein, um das zu setten, damit da nichts irgendwie jetzt in der Zwischenzeit versucht reinzulaufen. Aber nur bis zu diesem Raspberry. Weil dieses Chintz werde ich mir gleich, beziehungsweise das, was danach gleich noch kommt, hier auch hochsetzen. Ja, und wie ja eben schon erwähnt, habe ich richtig Bock auf diesen Ton Oyster. Das ist dieser Goldton, Schimmer. Den setze ich mir in meinen Innenwinkel und so. Also quasi hier hin. Und ziehe den auch noch hier mit hoch. Immer wieder neue Farbe aufnehmen. Und ziehe den hier auch ein ganz kleines bisschen mit rein. Hätte ich nicht erwartet, dass es funktioniert, aber es funktioniert und ich finde das toll. Man ganz lustig ist, auch wenn ich da hinten jetzt gerade gesettet habe, könnte man sich den hier hinten ja auch noch durchziehen, ne? Warum nicht? Wir sind hier gerade im Flow. Boah,
Ja, gute Idee. So gehört sich das. Ein bisschen Fallout habe ich, das mache ich jetzt mal eben kurz weg. Aber ich mag es gern leiden, ne? Das ist auf jeden Fall mal ein Look. Ja, ich könnte jetzt einen von den Eyelinern verwenden, die ich hier habe, aber ich glaube, die verwende ich nachher auf der Wasserlinie. Ich werde jetzt dieses Saddle, dieses Dunkelbraun, mir als Eyeliner auch noch ziehen. Da habe ich ja diese ultra feinen Pinsel hier auch mit bei. Das dürfte jetzt auch noch funktionieren. Aber vorher möchte ich mir, glaube ich, noch den unteren Wimpernkranz machen, oder? Da nehme ich dann die Farbe Muffin. Ja, nehmen wir Muffin. Ich habe so viele Pinsel verwendet. Ich bin verrückt und gehe jetzt auch noch mal einen Milkshake rein, in diesen ganz, ganz hellen Ton, den ich hier außen auch habe. Und mische mir den hier unten mit dazu. Das sieht besser aus. Auch wenn es verrückt aussieht, aber es sieht gut aus. Verrückt ist immer gut. Erinnert euch der Look eigentlich auch gerade so sehr an Starlight Express oder so? Da habe ich gerade voll die Vibes von. Das ist ja krass. Okay, so, jetzt habe ich gesagt, Zettel. Eyeliner ziehen. Boah, der ist so hart pigmentiert, Leute, ne? Krass. Jetzt gehe ich mit diesem ganz feinen Pinsel hier ganz fein an der Außenlinie entlang. Ohne zu atmen, ohne zu reden, ohne zusammenzubrechen. Oh, hier liegt so viel Kram auf meinem Tisch. Oh, meine Arme haben hier gar keinen Platz mehr. Das funktioniert so nicht. Nein, ich muss hier kurz aufräumen. Das wird aber definitiv schöner, wenn ich das mit diesem Dunkel mache, ne? Finde ich auch. Also ich mag das lieber leiden. Ja, aber ich mache das auch nur bis zur Hälfte hier. Und lass es auch nur hier wingmäßig dann rausfließen. Ich glaube, das ist besser. Ja. Und wer mag, kann das hier unten ganz, ganz nah am unteren Wimpernkranz halt auch noch aufgeben. Macht schon was aus, ne? Ja. Leck mich fett, ey. Das ist ein anstrengender Look heute. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass ich da heute Bock drauf kriege, sowas zu machen. Da versteht man auch, wofür es überhaupt so kleine Mini-Pinsel gibt, ne? Wenn man so bekloppt ist und den Kopf kriegt, dass man so einen Look machen möchte, brauchst du sowas so sehr. Ich würde sagen, dass das hier jetzt der Look mit der Palette ist. Ne? So würde ich das jetzt erstmal stehen lassen. Ich brauche, glaube ich, kein Augenbrauen-Highlight, weil das Auge rastet ja so von alleine schon ordentlich aus. Ja, eine geile Palette. Also die lädt auch dazu ein, kreativ zu werden. Die lädt dazu ein, so einen Look zu schminken. Genau, ich habe das Ganze ja so hochgezogen, weil ich ja Schlupflider habe. Und ich möchte halt trotzdem, dass wenn ich normal in den Spiegel gucke, man den Look ja auch sieht. Ne? Weil so kann ich nicht den ganzen Tag rumlaufen. Das macht A, Falten und ist B, mega anstrengend. Ja, ich finde die Palette sehr, sehr geil. Also das. Vielen Dank, Beauty Bay, dass ihr mir die zugeschickt habt. Ich weiß nicht, ob ich mir die tatsächlich selber gekauft hätte. Ich glaube eher nicht. Muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass ich so einen Look mit der Palette schminken kann, bin ich sehr, sehr froh, dass ich sie habe. Okay, also, ich hätte jetzt theoretisch auch noch ein paar Eyeliner da. Da muss ich mal gucken. Das war so ein Vierer-Set, was ich mir gekauft habe. Das ist das hier von Beauty Bay. Da kann ich ja mal gucken. Ich habe hier noch Kram in der Hand. Ob hier eine Farbe dabei ist, die mich irgendwie inspiriert, sie jetzt noch in die Wasserlinie zu geben oder so. Ich weiß nicht, was dazu jetzt noch irgendwie passen würde. Mal gucken. Also, ich habe hier einmal die Farbe Antique. Das sind übrigens auch tatsächlich so schimmernde Eyeliner. Ich swatch die hier mal. Super weich. Das ist eher so ein Braun. Den kann ich mir wirklich theoretisch vorstellen, den auch jetzt noch irgendwie nach oben als Tightliner oder sowas aufzugeben. Ich glaube, das kann ganz cool werden. Hat der einen Grüneinschlag? Also ich würde sagen, na, nicht wirklich. Okay, dann habe ich hier die Farbe Peacock. Das ist ein wow. Schöner Dunkel-Türkiston. Den finde ich auch hammermäßig. Passt jetzt aber gerade nicht zum Look. Genau, den kann ich demnächst mal, wenn ich so einen kühlen Look geschminkt habe, sehr schön verwenden. Nice Farbe. Die Farbe Deep. Ja, das sind ja so herausdrehbare Stifte, ne? Die Farbe Deep ist ein dunkles Blau. Sehr dunkles Blau. Blaugrau, würde ich schon fast dazu sagen. Das passt jetzt auch gerade nicht. Und sehr, sehr weich. Also da muss man auch vorsichtig mit sein, merke ich gerade. Dann habe ich jetzt hier noch die Farbe Cushion.
Und Kaschen ist so ein richtiger Kupferton, auch der wunderschön. Ja, richtig schöner Ton. Der passt jetzt aber auch gerade nicht zum Look. Gut, dann nehme ich mir den braunen Ton Antique, weil ich habe ja auch mir einen braunen, dunkelbraunen Eyeliner gezogen und so weiter und so fort. Ja. Mein Spiegel einfach voll ist mit irgendwelchem abgeklopften Kram. Den setze ich mir jetzt hier oben mal hin. Ja, ein bisschen sieht man den, ne? Ich gebe mir den auch mal unten auf die Wasserlinie, aber dafür, das könnt ihr nicht sehen, weil das mache ich immer sehr kompliziert auf dem Tisch quasi. Na, ich glaube, mit dem Puder werde ich jetzt echt nicht beste Freunde, weil das trocknet alles sehr, sehr in meinem Gesicht aus, ne? Wenn ich ehrlich sein darf. Sieht alles sehr trocken aus. Den siehst du unten auf der Wasserlinie ungefähr kaum, ne? Ja, ja, ist okay. Als Mascara habe ich von Anastasia Beverly Hills aus dem Adventskalender die Lash Break Mascara. Das ist, ich weiß nicht, ich glaube eine Mini-Größe davon, ne? Aber auch AVH bekommt man bei Beauty Bay im Onlineshop. Das ist so ein Kunsthaarbürstchen, vorne dick, hinten dick und in der Mitte halt enger zusammengehend. Und es riecht nach Mascara. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Mascara ist ganz gut, ne? Man sieht die jetzt natürlich durch den intensiven Augenlook nicht. Also jedenfalls nicht so, wie sie normalerweise sein würde. Aber die macht schöne Klimperwimpern, Wawawoom Lashes, ja, komm, ne? Bisschen, doch, macht die wohl. Die macht vor allem Schwung und Länge jetzt eher weniger. Sie verklebt die Wimpern aber nicht so extrem und das finde ich ganz cool. Und ja, das ist jetzt tatsächlich dann der fertige Augenlook. Und der gefällt mir. Ich feiere den hart. Und jetzt kommen wir zu den Lippen, denn die müssen jetzt ja auch irgendwie dazu passen. Und mir ist eingefallen, ich habe noch kein Setting Spray verwendet. Die Mascara ist noch so feucht, ne? Ach komm, wir versuchen es trotzdem. Glam Glow. Macht halt ordentlich. Guck mal. Das passt doch, ne? Das passt doch zu dem Augen-Make-up. Irgendwie Blush und Bronzer, also vor allem Blush, ne? Scheinen fast weg zu sein. Naja, durch so einen Augenlook, ne? Tritt alles andere ja auch extrem in den Hintergrund. Ups. So, da habe ich halt die Kombi, die hellste Kombi, ne? Mit dem Pinch habe ich mir das ausgesucht. Einmal den Lipgloss in der Farbe Heather. Super softer Lip Liner, also kann ich nur empfehlen. Achso, was war das für ein Geräusch? Sie hat den Lippenstift, den Lip Liner angespitzt. Ne? Genau, dann habe ich hier in der Farbe Pinch, den Lippenstift. Das ist so ein schönes Nude. Und last but not least habe ich dann für die Lippenkombo in der Farbe Slippers den Lipgloss. Steht drauf. Der riecht so angenehm nach. Kakao, Schokolade, voll gut. Und der ist halt echt leicht auf den Lippen, kann ich wirklich empfehlen. Füßchen am Handtuch sauber machen, weil er jetzt ja mit dem Lippenstift in Berührung gekommen ist und sich verfärbt hatte. Das wollen wir nicht. Hier jetzt noch einmal von Namen der komplette Look, der mir echt gut gefällt. Also vor allem die Augen und diesen Bäm. Ich raste aus. Nein, die Foundation gefällt mir auch. Der Concealer wirkt jetzt in Kombination mit dem Puder super trocken tatsächlich unter meinen Augen. Aber ich habe aktuell auch sehr, 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 sehr trockene Augen. Ne? Die Augenbrauen, ohne Scheiß jetzt, die wirken toll mit diesem Augenlook zusammen. Dadurch, dass sie jetzt mal ein bisschen dunkler sind. Mascara gefällt mir, Lippen gefallen mir. Alles gefällt mir tatsächlich richtig gut. Also ich fühle mich auch super wohl. Auch wenn der Look jetzt irgendwie 3, 4 Stunden gedauert hat, aber ich feiere das wirklich sehr. Ja, das ist jetzt auch der fertige Look aus der Entfernung. Die Kamera wackelt noch ein bisschen, aber es ist okay. Ich mache auch mal die Haare auf, dann sieht man das auch vielleicht, wie das aussehen würde, wenn die Haare so geöffnet sind. Ich weiß nicht, das macht meistens noch so ein bisschen was aus, finde ich, ne? Dann sieht das alles noch ein bisschen wilder, ein bisschen mehr Bäm aus. Ich weiß es nicht, ich finde es ganz niedlich. Niedlich vor allem, ne? Aber gut. Ich feiere diesen Look.
Ich bin da wirklich total hin und weg von begeistert. Ich kann gar nicht aufhören, mir das im Spiegel anzugucken, weil ich einfach das so gelungen finde und sowas halt echt nicht oft mache, ne? Und jetzt habe ich mich einfach mal getraut, weil die letzten roten und rosanen Looks mir nicht hundertprozentig gefallen haben. Da habe ich mir gedacht, gut, Claudi, heute machst du mal wirklich was ganz, ganz anderes und habe das wirklich mit dieser Doppel-Mega-Wum-Wum-Wing Cut-Crease-Bla-Geschichte ausprobiert, konnte so natürlich auch super viele Lidschattenfarben verwenden und ich kann euch die Palette empfehlen. Also wir reden hier von 18 Euro für 20 Farben, das heißt, du hast nicht mal 1 Euro pro Farbe, du hast hier 20 x 1,4 Gramm Lidschatten drin, du hast eine hübsche Optik, finde ich, gute Qualität, also kann ich wirklich empfehlen. Ich hatte nur dadurch ein bisschen Fallout, dass ich dann ja auch mit diesen Eyeliner-Pinseln hier rumgemalt habe. Ansonsten hatte ich keinen Fallout. Hat mir extrem gut gefallen, damit zu arbeiten. Sonst wäre ich auch nicht in dem Look so eskaliert. Also es hat mir Spaß gemacht, wirklich. Und ich hoffe, dass es euch hier auch Spaß gemacht hat, sprich, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben ein... Ach, meine ganze hier Schminke-Geschichte aus diesem Jahr. Genau. Style & Talk Videos, Playlist. Kannst du reingucken? Hier unten noch ein Video von mir. Nein, das ist der neueste Upload. Hier noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.